Coco war sehr aufgeregt. Er war auf dem Weg nach Australien. Ruhig, wir sind ja noch nicht mal gestartet. Hier, Coco, vielleicht lenkt dich das ein wenig ab. Aufwachen. Wir sind in Sydney. Oh. Hallo. Herzlich willkommen in Australien. Ich bin Bailey Bungee, Ihre Fremdenführerin. Wie haben Sie uns denn erkannt? Ihr Affe hat's mir leicht gemacht. Mama hat erzählt, dass bei der Safari ein Affe dabei sein wird. Da musste ich unbedingt mitkommen. Ich mache einfach mit euch Ferien. Meine Tochter Bindi. Und du musst Coco sein. Jetzt aber los. Ein Safari-Abenteuer durch die Wildnis Australiens wartet auf uns. Ich hoffe, du magst Tiere, denn du wirst einer Menge davon begegnen. Wir sind hier in Australien, hier hat man Spaß. Es gibt unendlich viele fremde Tiere, da staunst du, was? Das sind Dingos, die wilden Verwandten unserer heimischen Haushunde. Man trifft sie unten auf der Erde oder hoch im Baum. Du findest hier bald neue Freunde, es ist wie im Traum. Öffne dein Herz und du findest im Nu einen Freund und der lächelt dir zu. Danke, Mann, kein Problem, gute Fahrt. Das ist Aussie Art. Im Hinterland gibt's so viel zu sehen. Koalas. Da können auch die wilden Pferde neben Kängurus stehen. Ein Vogel hier heißt Emu, der niemals fliegt. Wenn er trocken ist, ist er wieder so gut wie neu. Läufst du mit ihm um die Wette, bist du schnell besiegt. Sehr ungewohnt, aber erfrischend. Öffne dein Herz und du findest im Nu einen Freund und er lächelt dir zu. Danke, Mann, kein Problem, gute Fahrt. Das ist Aussie Art. Oh, schau mal, das ist ein Emu. Mein Hut! Das ist mein Affe! Danke, Mann. So, da wären wir. Fast so komfortabel wie zu Hause. Hier gibt's sogar eine Dusche. Oh! Coco! Keine Sorge, Coco. Regen gibt's hier 6 Monate im Jahr. Und das Zelt ist wasserdicht. Heute war es toll, aber morgen wird's noch viel besser. Ich zeig dir mein australisches Lieblingstier, und zwar das... Was ist das? Koch. Oh, von einem Tier namens Koch habe ich noch nie gehört. Koch ist doch kein Tier. Koch ist ein Koch. Wenn das Abendessen fertig ist, ruft er uns mit seinem Didgeridoo. Wow, wie schön das klingt. Danke, das war ein großartiges Essen. Ihr legt euch am besten gleich schlafen. Ja, ihr habt morgen einen langen Tag vor euch. Alles klar, ich mache dir gleich dein Bett. Das waren die größten Fußspuren, die Coco jemals gesehen hatte. Er fragte sich, zu wem oder zu was sie gehörten. Bei den Spuren daneben waren die Fußabdrücke versetzt. Aber diese Abdrücke hier lagen genau nebeneinander. Und zwischen ihnen gab es einen gehörigen Abstand. Es gab nur eine Methode, so weit zu kommen und dabei die Füße nebeneinander zu halten. Und zwar...
durchhüpfen. Kaninchen hüpfen. Vielleicht war es ein Riesenkaninchen. Oder Clowns hatten große Füße. Vielleicht war es ein hüpfender Clown. Oder vielleicht war es ein Riesenclown-Kaninchen. Schlafenszeit, Coco. Vor der Küste wurde eine Gruppe Dugongs gesichtet. Dugongs sind australische Seekühe. Komm, Coco, die sehen wir uns an. Kühe, die im Meer schwimmen? Das klang wirklich toll. Aber ein Riesen-Clown-Kaninchen klang noch toller. Du willst hierbleiben? Bist du ganz sicher? Aha. Na gut. Oh, Moment. Es ist besser, wenn ich meinen Hut hier lasse. Bei dir ist er in Sicherheit. Ja. Tschüss, Coco. Sei ein braver kleiner Affe. Ja. Coco machte sich auf die Suche. Da waren die Fußspuren wieder. Nur hatte das Riesenkaninchen jetzt einen kleinen Freund dabei. Es sah aus, als hätten sie hier angehalten, um zu trinken. Aber dann waren die kleinen Abdrücke verschwunden. Konnte das sein? Konnten Clownkaninchen, nachdem sie getrunken hatten, vielleicht fliegen? Das Kleine war wieder gelandet. Die Fußspuren stammten nicht von einem hüpfenden Clownkaninchen. Sie stammten was immer dieser kleine Kerl für ein Tierchen war. Sie waren so viel herumgehüpft, dass sie sich wieder im Lager befanden. Und die Hüpferei hatte Coco einen Affendurst beschert. Vielleicht hatte sein Freund auch Durst. Wenn er nur eine Schale hätte, um ihm etwas Wasser zu geben. Wenn er trocken ist, ist er wieder so gut wie neu. Der Hut stand Kokos neuem Freund sehr gut. Aber behalten durfte er ihn nicht. Da war das Große, was immer es war. Sein kleiner Freund konnte gar nicht fliegen. Er ließ sich einfach tragen. Coco musste den Hut kriegen. Aber seine neuen Freunde waren zu schnell für ihn. Außer beim Trinken, da hielten sie still. Aber das Wasserloch war viel zu weit weg. Bis er dort war, würden sie vielleicht längst über alle Berge sein. Wenn er nur sein eigenes Wasserloch hätte. Doch dann fiel Coco ein, dass es ja eins gab. Er musste es nur an einen anderen Platz verlegen. Und eine Menge Wasser hineingießen. Hoffentlich hatten seine Freunde richtig großen Durst. Coco war froh, dass er den gelben Hut zurück hatte. Aber auch traurig, weil seine neuen Freunde fort waren. Coco, du wirst nicht glauben, wie beeindruckend Seekühe sind. Hier, schau mal. Seekühe? Das sah aber gar nicht wie eine Kuh aus.
Coco, wo ist denn der Regenschutz von unserem Zelt geblieben? Gar nicht so schlecht, Coco. Ja, das war ein langer Tag. Ich könnte jetzt ein kühles Bad gebrauchen. Es wird noch viel besser. Wer hätte das gedacht? Dreh dich mal um, dann zeige ich dir mein australisches Lieblingstier. Seine Freunde waren zurück. Siehst du, das sind Kängurus. So hießen sie also. Am allerliebsten fressen sie Gras. Hier, leg das vorsichtig vor ihnen auf den Boden. Und da beschloss Coco, dass Kängurus auch seine australischen Lieblingstiere waren. Das ist die Art. Das Einzige, was einem kleinen Affen besser gefällt, als fotografiert zu werden, ist selber zu fotografieren. Was? Das sind klitzekleine Tierchen, die Wünsche in sich tragen. Glaube ich. Ich habe gehört, wie mein Opa meiner Oma davon erzählt hat. Er hat gesagt, man kann sie am besten unten am See beobachten. Oh, Coco, das ist eine geniale Idee. Machen wir ein Foto von ihnen. Das wäre die perfekte Überraschung für mein Opa. Warte! Wo willst du hin? Aber die Perseiden kann man doch leider nur nachts sehen, Coco. Mein Opa hat gesagt, man kann sie am besten sehen, wenn man ganz, 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 ganz früh morgens aufsteht. So früh wie ein Angler. Und wenn ihr beide mitkommt, erlaubt es mir Opa garantiert auch. Na klar. Nein, Coco, ich kann nicht. Ich kann keine Fotos machen. Nein, im Bildermalen bin ich nicht schlecht. Aber ich kann längst nicht so gut fotografieren wie du. Außerdem, wenn ich das Foto mache, bin ich ja gar nicht drauf. Also bis morgen ganz, ganz, ganz früh. Ganz, ganz, ganz früh. Hallo Kathi, hallo Coco, hallo Bill. Was macht ihr denn schon so früh hier? Wir wollen uns die Perseiden angucken. Oh ja, die sind wirklich wunderschön. Viel Glück. Danke, hier entlang. Also, haltet schön eure Augen offen. Die Perseiden müssen hier irgendwo sein. Opa meint, sie sind nicht zu übersehen. Sternschnuppen. Wie schön. Pass auf, dass du noch ein paar Fotos für die Perseiden übrig hast. Achtung, sie müssen hier irgendwo sein. Könnt ihr sie sehen? Nein. Bill, du gehst da lang. Ich und Coco gehen in diese Richtung. Ei, ei. Ich höre etwas. Hier ist etwas. Hä? Hier. Hey, zu spät. Sie sind weg. Na Logo, weil du sie verscheucht hast. Meinst du ja? Perseiden sind sehr zarte, scheue Wesen. So wie ich. So klappt es jedenfalls nicht.
Tja, wenn wir nur irgendwie miteinander reden könnten, ohne so viel Krach zu machen. Gute Idee, Coco. Wir winken uns einfach zu, wenn wir Perseiden sehen. Super, dann mal los. Hier, Persi, Persi, Persi. Oh, er winkt uns zu. Bill versucht uns etwas zu sagen. Er sagt, geht da lang. Durch. Da lang? Ja, da lang. Beeil dich, Coco. Was ist los? Wo sind sie hin? Oh, das sollte heißen, es gibt keine. Mein neues Signal. Guckt mal. Shazu, Shaza. Keine Perseiden da drüben. Flim, flam, bam. Und da auch nicht. Oh. Upsi, bupsi, bupsi, du. Und was heißt das? Das heißt, ich verstehe nur noch Bahnhof. Oh, ein gutes Signal. Ja, Coco hat recht. Selbst wenn wir verstehen, was du sagst, würden wir dich gar nicht sehen, wenn du da drüben am Ufer stehst. Ja, wir brauchen vielleicht sowas wie Taschenlampen, wenn wir uns ein Zeichen geben wollen. Leider wird es schon hell. Jetzt sitzen die Perseiden längst in ihrem Versteck. Aber wir haben's versucht. Ja, wohl wahr. Gehen wir am besten nach Hause und trainieren wir für morgen. Für morgen? Gut, seid ihr fertig? Und was soll das heißen? Ganz einfach. Ich sende euch eine Nachricht. Verstanden? Danach sah das aber nicht aus. Wonach sah es dann aus? Blitz, 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 Blitz. Hey, gar nicht so schlecht. Woher soll ich wissen, was das bedeutet? Es war ein langer Vormittag gewesen. Coco war so müde, dass er beide Hände brauchte, um seine Augen offen zu halten. Woran arbeitet ihr drei denn so schwer? Psst. Das wird eine Überraschung für dich, Opa. Dann macht euch das hier wieder munter. Meine super-duper extra scharfe Currysuppe. Seid vorsichtig, die hat's in sich. Gar kein Problem. Ich esse gerne scharf. Je schärfer, desto besser. Bill, glaubst du nicht, du solltest... Na, seht ihr? Hä? Was meinst du? Willst du vielleicht eine Serviette? Bill zeigte auf das Glas, weil er Wasser brauchte. Was ist los, Coco? Was soll... Gib mir das Wasser denn für ein Code sein? Wasser! Coco wurde klar, dass ihr Code viel einfacher sein müsste. Ein Blitz hieß, nichts hier. Zwei Blitze. Ich habe ein Geräusch gehört. Gut. Es kam aus der Richtung. Alles klar. Es kam aus dieser Richtung. Coco, das ist klasse. Es ist total einfach zu verstehen. Nicht schlecht für ein Stadtkind. Und so zogen die drei Freunde am nächsten Morgen mit ihren Taschenlampen und ihrem neuen Geheimcode los, um die Perseiden zu finden. Alles klar. Entschuldige. Wow. Beeilt euch. Operation Perseiden gestartet. Los, los, los. Hier ist
nichts. Ein Blitz. Bill meint, dass dort nichts ist. Oh. Zwei Blitze. Das heißt, sie haben ein Geräusch gehört. Es kam von da drüben. Dann mal los. Coco! Nichts, nichts. Nichts. Wir haben nur einen Haufen Fotos von... Von Perseiden. Was? Wo? Na da! Die Perseiden sind ein Haufen Sternschnuppen, die man nur im August beobachten kann. Ah. Wow! Und du hast sie fotografiert, Coco. Gar nicht schlecht für ein Stadtkind. Du bist einfach der Beste, Coco. Hey, das nenne ich aber eine gelungene Überraschung, ihr drei. Was haltet ihr von einem Kakao, um euch aufzuwärmen, hm? Ist der scharf? Ah. Hm. Oh, was für ein tolles Spektakel. Hm? Ah. Oh. Seht nur. Wow. Guckt euch das an. Die Perseiden waren zwar keine kleinen Tierchen, die Wünsche in sich trugen, aber dafür sollte sich immer einer erfüllen, wenn man eine Sternschnuppe am Nachthimmel entdeckt.